Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei eHayo. Für alle, die noch nicht abonniert haben, gleich abonnieren bitte. Für alle anderen geht's weiter. Ich war beim Müller, also am Recyclinghof, und ich habe dort beim Altgerätemüll, also in diesem Elektroschrott, Elektromüllcontainer, was gefunden. Und ich dachte mal, ich muss das mitnehmen. Ein vermeintlich defektes Physio-Teil, Elektroschock-Teil, also wo man so diese Elektrotherapie machen kann. Und ich dachte mir, ich sehe das, dachte mir so, naja, wer, wenn nicht der Hajo, könnte sowas reparieren und an seinem eigenen Körper dann auch testen, ob es funktioniert. Also habe ich es jetzt mal mitgenommen. Wir schauen uns mal an, was da drin ist. Also PM Physiomet 2. Da oben hat es zwei 4 mm Bananenanschlüsse. Da kann man wahrscheinlich diese Elektroden anstecken. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Hier kann man irgendwas umschalten, was für Pulse man gerne hätte. Und hier kann man die Intensität einstellen, wie anständig ein das reinfeuern soll. Ein aus. Messbereich hat es hier zwei, drei 7-Segment-Anzeigen. Hier nochmal ein Drehspulmessgerät. Schauen wir mal. Schrauben wir es mal auf und schauen, hoffentlich kriegen wir es repariert. Bleibt dran bis zum Ende. Wenn wir es repariert kriegen, werde ich es definitiv an mir selber testen müssen. Praktischerweise nur noch zwei Schrauben, hat vermutlich schon mal jemand versucht zu reparieren. Jetzt sind wir mal so naiv und schrauben erstmal die Sicherungen raus. Vielleicht ist einfach die Sicherung kaputt. Die ist gut. Dann schauen wir mal, was das Ding kann. Gott, ist das schöne Hardware. Das ist eine richtig schöne alte Hardware. Was haben wir drin? Wir haben hier ein RCA413, einen Transistor haben wir drin. Wir haben hier dicke Kondensatoren, 350 Volt. Wir haben den Trafo drin. Wir haben hier nochmal eine Sicherung, nochmal eine Sicherung. Dann schauen wir gleich mal die an. Nicht, dass die kaputt sind. Schaut auch gut aus. Und hier, die ist auch auf jeden Fall noch gut. Und da steht ein Datum drauf, 29. November 1989. Das Ding ist schon ein Tick älter. So, dann schauen wir mal weiter, was wir alles haben. Mich interessiert ja grundsätzlich auch mal, wie das funktioniert generell. Wir kommen hier mit 230 rein. Dann geht es da nach vorne. Das war der Ein-Ausschalter hier vorne. Und dann geht es hier wieder über den Schrumpfschlauch, sicher Isolationsschlauch zurück. Und hier direkt auf den Trafo drauf. Soweit schon mal so gut. Trafo können wir dann vermessen, ob der noch genügend Spannung ausgibt. Dann geht es hier auf unseren klassischen, beliebten, allseits bekannten, ihr seht es schon, 7805, der gängigste Spannungswandler der 80er Jahre, der sich leider noch bis heute überall hält. CA741er, das ist wie LM741, das ist so ein Standard-Operationsverstärker, Dual-Operationsverstärker müsste sein. Hier haben wir schon wieder eine Sicherung, sehe ich gerade, 80 mA Träger. Also die haben hier vorne zwei Sicherungen, drei, vier, fünf Sicherungen drin. Also daran scheitert es bei Ihnen mal nicht. Die ist auch intakt. Im Zweifel messen wir den auch nochmal durch mit dem Durchgangsprüfer. 80 mA Träger, und zwar auch noch verschiedene Typen. 250, 580. Da das Stichwort Selektivität. Gut, dann haben wir hier eh schon alles gesehen. Mehr ist nicht drauf. Hier unten drunter schauen wir noch rein. Nochmal ein Elko. Und das war's. Kondensatoren. Wir haben hier hinten noch einen Chip, sehe ich gerade. Das ist ein, gerade mal reingespickt und ein Foto gemacht. Das ist einmal 7812 und einmal 7912. Also ein plus 12 Volt linearer Spannungsregler und ein minus 12 Volt linearer Spannungsregler. Der Trafo im Übrigen hat 19 Volt Ausgang. Also 240 Volt Eingang, 19 Volt Ausgang, so wie das da ausschaut. Ja, das war's. Mehr ist da nicht drauf. Also nichts mit irgendwie hier Mikrocontroller oder so. Nö, ist nicht. Gab's noch nicht damals oder hat man für sowas sicher nicht verbaut. Dann schauen wir uns das hier an. Hier hat man wirklich richtig schön, wie man das von früher kennt, diese mechanischen Umschalter. Kann man hier wundervoll erkennen. Der schaltet da richtig um. Und jeweils entsprechend sind da dann so Widerstände draufgelötet. Der schaltet in dem Fall also einfach zwischen irgendwelche Widerstandswerte um wahrscheinlich irgendwelche, denke ich mal, Operationsverstärkerschaltungen da anzupassen. Aber so richtig schön altmechanisch, wie man es von früher, ich
ich halt zumindest von früher noch zu Genüge kenne. Das auf der anderen Seite hier ist ein ganz normales Potti, das dann auch nochmal festgeschraubt werden muss, weil das wackelt ganz schön anständig. Hier eine Platine für die Anzeige, für diese 7-Segment-Anzeigen. Da müssen wir mal schauen, ob da irgendwie noch, die schrauben dann auf jeden Fall raus und gucken, ob da irgendwelche Elektronik drauf ist. Hier noch unser Drehspulen-Messgerät, 1 mA Wertebereich oben angeschrieben, wenn die Kamera jemals scharf machen sollte. Und auf der linken Seite hier nochmal ein Relais, das dann vermutlich entsprechend umschaltet. Hier kann man die Polung einstellen. Also das wird vermutlich die Polung umschalten, das Gerät, das Relais von der Ausgangsspannung. Hier kommen Signale rein, hier ist nochmal ein kleiner Transistor. Das hier sind irgendwelche Pfnuppel, Poppel, Pupz, irgendwelche Spulen, Entfilterungen oder so. Und die Bananenbuchsen sind an dem Stecker angeschlossen, die Bananenbuchsen. Also da einmal hier und einmal hier. Die gehen quasi direkt auf den Stecker. Dann hätte ich gesagt, gehen wir jetzt einfach mal Strom drauf und gucken, was passiert. Ob da irgendwas, also offensichtlich, wenn ich es jetzt so anschaue, offensichtlich ist nichts kaputt. Es sind alle, es ist alles da, wie es soll. Also es sieht nichts verbrannt aus. Wir haben hier, wie wir gesehen haben, vom Spannungsbereich her alles im Grünen. Wir können hier ganz normal messen. Wir sind hinter dem Trafo. Also hätte jetzt auch keine Bedenken. Ich messe auf jeden Fall mit dem Pokit, weil dann kann man die Messwerte gleich oben anzeigen. Ich habe jetzt ja diesen Pokit. Habt sicher das Video schon gesehen, sonst findet ihr es in meinen Videos. Die Grundplatine schrauben wir jetzt aber noch schnell runter. Müssen wir uns halt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in den Strom kommen. Aber da sind wir ja gut drin. Also im Strom kommen, nicht mit aufpassen. So, weil dann können wir nämlich hier ganz, ganz charmant 230 einstecken. Tun wir das dann hier so nach hinten. Wir können hier uns das gleich mal anschauen. Es ist tatsächlich so, er hat hier wirklich nichts, keine weiteren Verbindungen. Wir sind also quasi direkt hinterm Trafo, also auf der sicheren. Aber wenn es kein Schutztrenntrafo ist, auf der sicheren Niederspannungsseite. Er hat hier sogar noch ein Lötauge für 240 Volt. Also falls der Trafo keine Spannung ausgeben sollte, dann schauen wir uns das mal an, ob der vielleicht einfach die Wicklung kaputt hat und dann müsste man auf 240 Volt umlöten. Das wäre mein Versuch. Bevor ich jetzt mein Pocket kaputt mache, gehe ich aber trotzdem auf jeden Fall mit meinem Agilent dran, weil ich will die Sekundärwicklungen messen. Und nur weil da 19 Volt steht oder was da war, ich gehe da kein Vertrauen ein. Um mich nicht zu töten, weil wir sind ja alle unter sicheren Umständen unterwegs, klebe ich mir jetzt hier ein Kapton-Tape drauf. Also wenn ihr mal irgendwas mit Spannung zu tun habt, diese Kapton-Tapes, die gibt es überall, sind super isolierend. Also sowohl stromtechnisch als auch wärmetechnisch und so verwendet man die mittlerweile ja quasi überall. Und da tun wir jetzt auf jeden Fall mal genug drauf von dem, einfach damit die da nicht unabsichtlich irgendwie in Strom kommen kann. Mal wieder bei den Sicherheitsregeln des Stroms sind. Leitungsführende Teile abdecken. Was somit erledigt wird. Dann kann ich jetzt ohne große Sorge, hier hinten ist eh alles abisoliert und soweit in der sicheren Seite, kann jetzt einfach mal den Strom einstecken und Netz draufgeben. Die Anzeige normal umgepolt funktioniert. Der Messbereich, da passiert nichts. Er hat auch noch mal einen Anschluss für eine Taste. Eventuell muss man irgendwie eine Taste verwenden. Vielleicht funktioniert er auch. Ich weiß es nicht. Ich habe das Teil, wie gesagt, aus dem Müll. Ich gehe mal davon aus, dass es kaputt ist. Und er zeigt ja auch großartig jetzt so nichts an. Also wenn ich vorne drehe, ändert sich auch nicht der Messbereich. Ich gehe mal davon aus, dass man den wahrscheinlich schon umschalten müsste oder umschalten können müsste. Kann man das jetzt erkennen hier? So, Wechselspannung. Wir gehen direkt auf die Außensekundärwicklung vom Trafo. Wir haben einmal 22 Volt Wechselspannung und einmal 130 Volt Wechselspannung. Gut, dass ich nicht den Pocket verwendet habe. Wir haben hier unten
130, wenn ich denn durch die Isolierung komme. Ich könnte einfach auf die Leiterbahn gehen. 130 Volt Wechselspannung und da haben wir nochmal, wie gesagt, die 23 Volt. Er holt sich an plus minus 12 Volt. Die wird er sich vermutlich irgendwo herholen. Und die 130 Volt, wie macht das Ding komische Geräusche? Die 130 Volt wird er vermutlich für diesen Stromimpuls gedöns, was das Ding halt macht, uns benötigen. Wir haben gesagt, wir haben hier einen 7805er drauf, das heißt, jetzt können wir endlich unseren Pocket nehmen, gehen auf Voltage DC, jetzt könnt ihr mich auch besser sehen, was ich hier messe. Der Mittelanschluss ist in der Regel, soweit ich das in Erinnerung habe, und hier unten steht es ja ganz groß, Ground, dann ist links Eingang und rechts Ausgang, in dem Fall, wenn wir es von der anderen Seite betrachten, umgedreht. Wir haben hier tatsächlich, nicht ganz 5 Volt. Irgendwas macht da komische Geräusche. Also der Trafo an sich macht komische Geräusche, das ist schon mal klar, der brummt, aber das ist nicht der Trafo, der da brummt. Der 7805 wird richtig warm. Riecht auch, es wird auch warm, also irgendwas wird warm, 7805er, ja, der wird definitiv warm, er hat auch nur 4,6 Volt, also er ist definitiv in einem Bereich, wo er nicht sein sollte. Es wird jetzt sonst hier nichts warm, jetzt messen wir uns mal die Spannungsquellen hier oben durch, es ist total schön beschriftet, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sieht. Hier, wir haben hier plus 12 Volt, hier haben wir plus 150 Volt, hier haben wir minus 12 Volt. Das ist alles richtig schön beschriftet. Wir gehen hier unten wieder auf Ground. So, und dann haben wir hier minus 12 Volt. Oh, ich sehe auch schon, was hier so kokelt und heiß wird. Ich spüre es nämlich schon gerade an meinem Finger. Wir haben hier plus 12 Volt, das stimmt, das ist in Ordnung. Und wir haben hier minus 12 Volt. Ja, das ist auch in Ordnung. Plus 150 Volt messe ich jetzt mit dem hier, das müsste quasi die Gleichspannung sein, weil sonst habe ich es wieder vergessen. 100 wie viel Volt hat man? Und dann hinterm Gleichrichter sind wir wahrscheinlich hier 170 Volt sogar Gleichspannung. Es wird heiß, man sieht das auch hier in der Platine. Ja, definitiv hier heiß. Dieser Widerstand hier oben, und zwar ist es eh schon Heizwiderstand, kann man kennen, ne? 12K, 10%, der ist knalleheiß. Also da ist irgendwo, ist da irgendwas definitiv kurzgeschlossen oder so. Ich will jetzt noch rausfinden, was hier so scheppert. Beziehungsweise wenn wir ein paar Sicherungen rausnehmen, ob dann irgendwas aufhört zu scheppern. Okay, jetzt habe ich die rausgenommen, jetzt hat hier auf jeden Fall das Relais mal angezogen. Aber mehr auch nicht. Aber es brummt jetzt das Relais. Und jetzt scheppert es. Vielleicht ist einfach das Relais kaputt. Oder hängt oder sonst was. Nee. Macht aber jetzt keine Anstalten. Also irgendwas scheppert, das will ich jetzt noch rausfinden. Ah, jetzt schaltet das Relais schon mal um. Kann man erkennen. Da war der Stecker nicht ganz richtig drin. Beziehungsweise wahrscheinlich einfach oxidiert ohne Ende. Aber wenn ich vorne was umstelle, ändert sich trotzdem nichts. Mal diese 7-Segment-Anzeige vorne rausgebaut und da geben wir jetzt mal 5 Volt drauf. Ich gehe mal davon aus, wenn da ein 5 Volt Spannungswandler drauf ist,
Dann werden da wahrscheinlich 5 Volt drauf sein. Ich habe es euch jetzt mal hier im Bild gezeigt. Das ist total interessant. Die halben Lötstellen sind gar nicht gelötet von der 7-Segment-Anzeige. Und die hat auch nur 3 Anschlüsse und da ist kein Controller drauf. Das heißt, diese 7-Segment-Anzeige macht eh nichts. Ich habe jetzt hier Grau ist Plus. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass vermutlich das hier auf Plus geht. Und hier entsprechend, ja. Und das, ein Kontakt geht auf Plus und die anderen zwei werden einfach auf Ground gezogen. Also auf dem Transistor, vermutlich da intern. So würde ich es auch machen. Und wenn ich jetzt das eine verbinde, dann leuchtet vorne 10. Kann man wahrscheinlich gerade so nicht erkennen, weil es so dunkel ist. Und auf der anderen Seite leuchtet 0. Also wenn man beide verbindet, hat man quasi 10,0 oder 100 oder was auch immer das ist, oder 1,0. Mehr ist es nicht. Also die Anzeige da vorne geht auf jeden Fall eh nicht. Zeigt nichts anderes an als 10 oder 100 oder 1,0. Und immer können wir da schon mal davon ausgehen, das funktioniert vermutlich. Ich hätte gedacht, wenn ich unten am Wertebereich drehe, dass da was passiert mit meiner Naivität, die ich habe. Naja, wie geht man jetzt vor, wenn man irgendwie einen Fehler in so einer Schaltung sucht? Ich habe ja gesagt, der 8705 wird relativ warm. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal den Pfad vom 8705er durch. Der Widerstand hier wird auch sehr warm, wobei der eigentlich dafür ausgelegt ist, dass er warm werden soll. Es ist ja wahrscheinlich ein, ja, 4 Watt Widerstand, 5 Watt Widerstand wird es sein. Und wir gehen einfach mal alles durch. Ich schaue erstmal die ganzen Dioden durch. Das ist so der erste Schritt, den ich mache. Also mit dem Diodentest einfach mal die ganzen Dioden durchklingeln, ob da eine einen Kurzschluss hat. Dioden können ab und zu einfach kaputt gehen. Wenn Spitzenströme drauf gehen, dann kann es sein, dass sie entweder unterbrechen, was die gute Variante wäre. Öfters, so bin ich es einfach gewohnt, ist so, dass sie einfach. Eine Krawall hier ausmachen, damit es nicht so rauscht im Hintergrund. Was ich gewohnt bin, ist, dass sie gern Kurzschluss machen in beide Richtungen dann und dann ist keine Diode mehr. Also die testen wir auf jeden Fall mal alle durch, ob da alles okay ist. Und dann löte ich mal Stück für Stück die Kondensatoren aus und dann messe ich einfach mal die Kondensatoren durch. Ich meine, das Ding ist 89, das ist jetzt 30 Jahre alt, oder? 39, ja, 30 Jahre alt. Da kann es schon mal sein, dass die Kondensatoren irgendwelche Leckströme haben, die es nicht haben sollen. Also da gucken wir einfach mal, ob die Kapazität der Kondensatoren noch passt. Und ansonsten, wenn wir dann nichts rausfinden, dann müssen wir vermutlich leider in die Tiefe gehen. Aber ich bin mal so optimistisch, dass wir da was hinkriegen werden. Aber erstmal wieder das Teil hier reinschrauben. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist, dass wir das Potti vorne ausbauen und mal putzen eventuell. Vielleicht tauschen. Es hat leider einen Schalter dran, also ich werde keins da haben, dass da 1 zu 1 passt. Aber auf jeden Fall können wir es mal festschrauben und vielleicht ein bisschen Kontaktspray oder so, damit das eventuell nicht mehr kratzt. Ich gehe mal davon aus, dass es kratzt. Das ist uralt. Das ist der erste Schritt. Und das hier ist auch ein bisschen locker. Das Kabel hier war ja nicht ganz eingesteckt. Also jetzt geht ja das Relais da oben schon mal. Und wenn wir uns das Ganze nochmal angeschaut haben, dann bin ich mal optimistisch, dass vielleicht das ganze Teil dann auch schon wieder vielleicht funktioniert. Wir gehen jetzt auf Diode. Piepst der eigentlich oder so? Oder macht er irgendwas? Nee. Also er zeigt halt 1 und 0 an. Mehr nicht. Jetzt gehen wir mal hier hin. Durchgang. 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 In beide Richtungen zeigt er jetzt eine 1 an. Oder zeigt jetzt in beide Richtungen 1 an. Mache ich nochmal einen Cross-Check. Vermutlich, ich meine, es ist eine Brückenschaltung. Ist immer schon so dunkel, das Display. Kann da kaum was lesen. Ja, vermutlich war es immer schon so dunkel. Vermutlich eine Brückenschaltung. Also vermutlich misst er einfach beide Dioden. 2,8, 2,8. 0,5, 0,5. So rum passt schon mal. 2,8, 2,8, 0,5, 0,5. Vermutlich misst er über die Brückenschaltung beide Dioden, der Pokit. Ich bleibe jetzt bei dem Gerät. Wir hören, wenn es piepst, wissen wir, das klappt. Und wenn es nicht piepst, dann wissen wir 0,55, 0,55.
0,55, 2,0. Also es ist immer ein bisschen schwierig in der Schaltung drin auch was zu messen, weil gerade die Kondensatoren und so, die haben natürlich noch Restkapazitäten, aber gerade so ein Diodentest kann man, glaube ich, schon 2 Volt relativ schmerzfrei machen, 0,5 Volt. Wenn wirklich eine Diode durchgeschossen wäre, dann würde sie eh 0 Ohm anzeigen. Von dem her, denke ich mal, kriegen wir es auf jeden Fall hin. Da oben haben wir noch eine Diode, die den Löschdiode fürs Relais. Da oben haben wir auch noch eine Löschdiode fürs Relais. Da habe ich erstaunlicherweise beidseitig bei der einen Grad 0,5, 0,7. Da habe ich jetzt beidseitig einen Durchgang und das ist ganz einfach. Das zeige ich euch jetzt mal direkt in der Nahaufnahme. Und zwar habe ich jetzt einmal hier die Diode, die kann ich jetzt hier durchmessen. Man hört es piepsen. In die andere Richtung sollte ich eigentlich nichts haben, ist eine Diode, sperrt. Habe aber 1,4 Volt gerade angezeigt. Und was man da jetzt erkennen kann, das Ganze wird ja, dieses Relais wird ja von dem Transistor hier angesteuert. Und so ein Transistor kann natürlich auch kaputt gehen. Und den messen wir jetzt auch mal durch. Und dazu müssen wir uns im Prinzip anschauen, wie denn das Pinout von so einem Transistor ist. Wahrscheinlich ist irgendwie, ich gucke jetzt gar nicht drauf, wahrscheinlich ist irgendein Standard NPN-Transistor im TO92-Gehäuse. Und die haben alle durch die Bank die gleiche Polarität. Und standardmäßig sieht es so aus, wenn man von vorne drauf schaut, also auf die flache Seite vorne drauf schaut, wie ich jetzt gerade drauf schaue, hat man links Kollektor, mittig Basis und rechts Emitter. Und jetzt hat man ja diese Dioden drin in dem Transistor, das heißt, ich kann jetzt theoretisch vom dem Mittelanschluss, also von der Basis runter zum Emitter, kann ich schon mal eine Diode messen. Pip, 0,7 Volt. Und ich habe auch in die andere Richtung eine Diode, ich kann also auch von der Basis zurück zum Kollektor messen. Also ich halte quasi den positiven Pol an die Basis und messe einmal die Diode zum Emitter runter und kann jetzt auch normalerweise einmal eine Diode zum Kollektor hoch messen. Macht auch Pip, 0,7 Volt. Somit weiß ich jetzt schon mal, der Transistor hier wäre auch in Ordnung. Gut, dann klicken wir uns mal weiter durch die ganzen Bauteile. Hier unten haben wir noch eine Diode, auch eine ganz dicke Löschdiode hier für dieses große, dicke Relais, das sich hier befindet. Und hier hinten haben wir noch eine Diode. Okay, die jetzt in beiden Richtungen tatsächlich einen Durchgang hat. Die geht hier irgendwie auf das dickere Kabel und dann hier irgendwie oben hin. Die löten wir jetzt einfach mal aus. Eventuell, also baue es halt immer aus, das Zeug. Eventuell kann es sein, wie gesagt, es ist immer schwierig, in der Schaltung direkt zu messen. Eventuell ist einfach irgendwas anderes in der Schaltung der Grund für den Kurzschluss. Und gerade so wie hier einlagige Platinen mit bedrahteten Bauteilen, da helfe ich mir meistens mit einem Schraubendreher oder so. Stecken wir den auf der anderen Seite unten rein. Ich habe eigentlich diese tolle Entlötpistole, die aber leider im Keller in der Fertigung ist. Also die bringt da echt viel, wenn ich hier oben was löte im Video. Und wenn wir den jetzt hier nochmal durchmessen. Null. Ja, haben wir hier auch definitiv. Eine kaputte Diode. Ja, das freut mich. Habe ich schon mal was, was eventuell kaputt sein könnte. Es ist eine 1N4007. Ich bin mir sicher, dass ich keine 1N4007 habe. Ich schau mal schnell. So, mein Schublädchen, das ich dafür habe, besteht aus 1N4004ern. Sind ein Tick kleiner. Ich gehe mal davon aus, dass vermutlich die 4007er ein bisschen mehr Strom ab kann. Ich habe nur 4004er da. Dann bauen wir halt eine Filter. Nur weil jetzt die eine kaputt gegangen ist, muss ja dann auch nicht heißen, dass meine auch gleich wieder kaputt geht. Vor allem, wenn es weniger Strom ab kann. Jetzt hätte ich mir natürlich vorher anschauen müssen, wie rum die drin ist. Das weiß ich jetzt natürlich nicht mehr, aber die haben hier tatsächlich ein Minus aufgedruckt im Bestückdruck. Jetzt gucke ich nochmal gerade, ob das vielleicht Zufall ist. Ne, die haben hier tatsächlich ein Minus aufgedruckt auf dem Bestückdruck. Das finde ich jetzt schon mal mega praktisch. Dann weiß ich jetzt wenigstens wieder, wie die Diode reinkommt, nämlich so rum. Und dann einfach die Diode oben mit dem Finger leicht reindrücken. So mache ich das halt immer, gerade bei so einlagigen Platinen. Reindrücken und dann geht das meist ganz gut so, finde ich.
So, einmal so, einmal so. Und weil ich schon oft in den Kommentaren gelesen habe und sich die Leute zu Genüge beschweren, erst die Beine abzwicken. Gerade bei so Bauteilen mit so dicken Beinen bei einer, wie einer Diode mache ich das natürlich auch. Also erst die Beine abzwicken und dann verlöten, weil sonst geht so viel Wärme über die Beine weg, dass man es kaum gelötet kriegt. So, jetzt habe ich beim letzten Video euch erklärt, könnt ihr euch anschauen in der Videobeschreibung, das Thema bleifrei und bleihaltig. Die Platine ist von 89, die ist definitiv noch bleihaltig gelötet. Das heißt, ich nehme jetzt auch hier verbleites Lötzinn her, um das Ganze nachzulöten. Man sieht es auch gleich an den Lötstellen, die sind alle super, super glänzend, was ja früher auch so ein Indiz war, keine kalte Lötstelle war. Und deswegen jetzt mit verbleibtem Lötzinn, man soll ja nicht bleifrei und verbleit mischen, aber das wisst ihr eh, nachdem ihr mein Video angeschaut habt. So, jetzt haben wir schon mal die Diode repariert. Der 8705 wird vermutlich immer noch warm, das wird vermutlich auch noch warm. Ich persönlich würde jetzt gern, warum wir mit dem Kabelbinder angemacht sind, weiß ich auch nicht. Packen wir jetzt noch runter. Ich persönlich würde jetzt gern noch ein, zwei Kondensatoren durchmessen, einfach um zu sehen, ob die ansatzweise irgendwie vom Wert abweichen oder nicht. Und dazu löte ich die aber definitiv aus, weil ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie parallel geschaltet sind oder sowas. Deswegen lieber auslöten, erstmal auf der sicheren Seite. Backlight, hi. Das Ding wird nicht mehr heller. Ich glaube ja fast, dass das OLED-Display schon langsam an sein Lebensende kommt, nach so wenig Jahren und so wenig Betriebszeit. Wundervoll. So, wir messen Kapazität und haben hier eigentlich 47 Mikrofarad. Und das Gerät zeigt 54 Mikrofarad an, das passt. Wir haben hier auch 47 Mikrofarad und 50 Mikrofarad. Die Kondensatoren sind noch in Ordnung. Das sind die Hochspannungstypen, wo 350 Volt abkönnen. Ich gehe mal davon aus, jetzt ehrlich gesagt, dass vermutlich die anderen dann auch in Ordnung sein werden. Dann der nächste Schritt. Wir haben jetzt soweit die Diode getauscht, die scheinbar kaputt war. Wir haben Operationsverstärker technisch, die sehen alle gut aus. Also die ICs selber sehen definitiv gut aus. Bedeutet, was ich jetzt auf jeden Fall noch machen will, bevor ich ihn jetzt teste, ob es vielleicht daran gelegen hat, ist hier hinten das Teil wieder anzuschrauben. Befindet sich so viel Staub drin, dass ich es nicht sehe. Ja, in dem Fall sogar ein Imbus, keine Schlitzschraube. Dann packen wir den mal raus. So, dann macht man die nämlich auf, dann kriegt man normalerweise hier das Teil ab und dann sieht man hier auch die Schraube, mit der das Ganze festgeschraubt wird, die Mutter, und die ist einfach locker. Die drehe ich jetzt aber mal raus komplett, denn ich möchte mir natürlich jetzt das Potti nochmal anschauen, ob man da irgendwie eine Möglichkeit haben. Das Potti hängt hier vorne dran und eben wie gesagt, hinten hat es einen Schalter mit dabei. Da kriege ich aber, da komme ich nicht rein und gar nichts. Ich schätze mal, dass vermutlich schon ein wenig kratzen wird nach so viel Zeit. So gut, es hat keine Drehsicherung drin. Also es wird vermutlich, da die Kabel nach rechts weggegangen sind, auch so rein sollen, wie die Kabel waren. Und hier war aber noch auf der Seite Sprengring drauf. Dann das Ganze verschrauben. Normalerweise haben die hier oben so eine Flachstelle. Wenn man kein Loch bohren wird, dann wird es auch verdrehsichert sein. Aber so ein Loch ausfräsen statt bohren kostet halt einfach exorbitant viel mehr Geld, weshalb das kaum jemand macht. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt. Haben wir schon mal gehört. Danach fest kommt locker. Ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, hier das Gewinde vom Potti runterzureißen. Also das war schon sehr so, dass ich sage, nicht mehr sonderlich stabil das Ganze. Das geht auch komplett raus. Also da müssen wir jetzt hier ein bisschen mit Superkleber nachhelfen und hoffen, dass das Ganze dann noch gängig ist danach. So, jetzt muss ich ultimativ vorsichtig sein, wenn ich da jetzt irgendwie noch mal das reinstecken. Richtig rum reinstecken. So, und so passt es. Wenn ich da jetzt ein bisschen zu viel Kleber drauf mache, dann klebt im Zweifel das Potti fest.
Dann habe ich echt ein Problem. So rum kommt es rein. Wenn das reingehen wird. So. So, und dann drück mal das hier fest. So, das sollte reichen. Muss reichen. Ich warte nicht ewig. Das ist ein Sekundenkleber. Der braucht jetzt nicht hier Stunden, um hart zu werden. Hoffe ich mal. Ja. Kaum zieht man es nicht mit 200 Newtonmeter Drehmoment an, bricht auch nichts. Hier fehlt der Deckel. Und hier haben wir einen Deckel drauf. Da machen wir jetzt was neu. Und zwar muss ich auch ab und zu ein bisschen Werbung für meinen eigenen Shop machen. Ich habe hier so wundervolle Retro-Knöpfe. Und ich finde, die passen hier super gut rein. Also so meine Meinung. Und deswegen... So, sollte auch reingehen. Und deswegen schrauben wir die jetzt. Habe ich es jetzt beim Andrücken vom Knopf wieder abgebrochen. Kann das sein? Ja, habe ich. Na toll. So viel zum Thema Superkleber. Da darf ich mir jetzt nochmal was anderes überlegen. Passt da genau. Sieht doch gleich hübsch aus, oder? Mir gefällt's. Passt so ein bisschen zu dem Gerät. Ich klebe das Ganze nochmal, versuche es und dann schalte wieder rein. Wenn Sekundenkleber nicht hilft, hilft nur eins. Noch mehr Sekundenkleber und Heißkleber dazu. Und jetzt nur nicht mehr zu sehr anfassen. Also es funktioniert, es wackelt nicht mehr. Ich kann den hier betätigen, den Knopf. Und der hier auch, den habe ich auch getauscht. Sieht doch wundervoll aus, oder? Sieht das nicht schön aus? Ich finde, das sieht definitiv schön aus. Dann hätte ich jetzt gesagt, stecken wir es mal ein, das Teil. Und schauen, ob es funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt ja was getauscht. Vielleicht funktioniert es jetzt noch weniger wie davor. Aber damit ich jetzt, ich habe das schon so oft. Wir haben jetzt hier so viel rumgelötet und gemacht und getan. Wir schrauben das Teil jetzt erstmal wieder hier drauf, weil ich einfach Angst habe. Habe ich so oft genug gemacht. Schraubt mal rum, macht, repariert und dann testet man das Ganze. Dann liegt hier irgendwo noch ein Stück Lötzinn oder so und dann macht es und alles ist kaputt. Deswegen schraube ich das jetzt erstmal wieder hier, soweit es mir möglich ist, fest. Senkkopfschrauben. Da waren, glaube ich, auch nur zwei drin, oder? Täuscht mich das gerade? Ich glaube, die volle Menge an Schrauben war da nirgends drin. Jetzt haben wir das nämlich soweit in Betrieb genommen. Platz machen hier. Dann brauchen wir Strom. Das Teil schrauben wir jetzt hier oben einmal fest. Dann hält das Ding schon mal soweit, dass ich es schmerzfrei in Betrieb nehmen möchte. So, jetzt müssen wir das Ganze testen. Schalten wir es mal ein. Es brummt und klappert immer noch wie blöd. Normal umgepolt, man sieht es hier, er schaltet um. Das funktioniert soweit. Hier haben wir keine Anzeigen und hier den Messbereich haben wir gesagt, können wir eh nicht umstellen. Ich verwende jetzt einfach mal hier das Kabel und dann hängen wir da einfach mal 100K Widerstand, glaube ich, müsste es sein. Sind da zum Glück Bananenstecker. Braun, braun, gelb, 220K. Hängen wir uns jetzt einfach mal dahin. Das ist ja ungefähr der Widerstand vom menschlichen Körper, so plus minus ein paar hundert Kilo Ohm. Nicht so genau nehmen wir das Ganze. Der simuliert uns jetzt das Ganze. Jetzt schalten wir hier mal ein. Wie gesagt, der Messbrech. Wobei die Nuller hinten, der leuchtet an. Ah, guckt an. Es passiert was. Wir kriegen hier eine Anzeige. Zoome euch da jetzt mal rein, damit ihr seht, was hier passiert. Spannung, Spaß und Spiel haben wir hier am Start. Wir haben hier tatsächlich eine Anzeige, die wir hier auch beeinflussen können. So einen maximalen Strom. Und wenn wir jetzt hier hinten umschalten, jetzt gucke ich mal, ob da irgendwo... Also der Messbereich ändert sich nicht. Drehen wir hier mal voll auf und schalten hier mal um. Ah, die Nadel zappelt. Also er macht definitiv was. In verschiedenen Messbereichen, also in verschiedenen Stärken. Ah, hier gibt er 12 Schwelldinger pro Minute. Macht auch, Leute, das geht alles. Das geht alles mit einem, mit Operationsverstärker, ne? Also jetzt bin ich schon mal angetan. Intentionsübung, dann haben wir hier irgendwas. Pulse, 500 Millisekunden Pulse, 2 Sekunden Ruhe.
Und da haben wir 200 Millisekunden Puls, 2 Sekunden Ruhe. Und da unten haben wir 100 Millisekunden Pulse mit 2 Sekunden dazwischen. Sehr schick. Was auch immer das jetzt da alles. Gehen wir einfach mal hier auf das ganz rechts unten. Jetzt will ich einfach mal interessenshalber versuchen. Jetzt machen wir mal einen Kurzschluss drauf. Gehen wir hier mal mit dem Messbereich ganz runter. Will einfach mal schauen. Es wird sicher kurzschlussfest sein, das Ganze. Ob man jetzt hier, genau, jetzt kommen wir hier nämlich auf den vollen Wertebereich, was das Teil kann. Ändert aber nichts hier am Messbereich leider. Ah, hier schaltet er um. Doch, tatsächlich. Messbereich, guckt her. Jetzt geht es nach oben. Sobald ich die 100. Oh, genial. Sobald ich die 100 mA überschritten habe, oh, ist das Teil genial. Und das alles mit Operationsverstärkern. Ich kann es immer noch nicht glauben. Sobald ich die 100 mA überschritten habe, geht er auf den nächsten Messbereich und dann schaltet er auch wieder zurück. Also, sobald ich die 10 mA überschritten habe. Ab wann ist tödlich? Also, ich glaube, das könnte schon eine schmerzhafte Angelegenheit werden mit dem Ganzen. Ja, also soweit und umgepolt. Wenn ich da jetzt auf umgepolt, da wird sich hier wahrscheinlich nichts ändern, schätze ich mal, oder? Ne, es ist nur dann, wie das hier gepolt rauskommt. Es gibt eine Gleichspannung hier raus an den Ausgängen und dann kann man die quasi nochmal umstellen. Ja, ich freue mich jetzt mächtig, das Teil zu testen. Ich bin ja bekanntlich ausgebildeter Physiotherapeut, deswegen weiß ich auch, wie man so ein Teil verwendet. Ich habe keine Ahnung, ich werde gleich einfach nur Schmerzen haben wahrscheinlich. Ich nehme jetzt einfach mal, ja, ich hab nichts anderes. Ich nehme jetzt einfach mal das Kapton-Tape hier. Und dann klebe ich mal jetzt einfach mal. Ich habe ja auch keine so Elektroden. Ich glaube, die haben ja so Elektroden, oder? Wo sie da das Ding dann irgendwie irgendwo draufkleben. Und ich bin jetzt einfach mal so optimistisch. Ich klebe das jetzt einfach mal auf meinen geimpften Oberarm. Weil das tut ja irgendwie die Muskeln anregen, normalerweise so ein Teil. Dann jagen wir das jetzt mal ins Minus rein. Ich hoffe, der Kleber hält soweit. Und die zweite Elektrode klebe ich mal jetzt einfach da auf die andere Seite von meinem eventuell vorhandenen Muskel, den ich hier habe. Ich mag im Übrigen Selbstexperimente. So, und jetzt schauen wir einfach mal. Traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Also, wer jetzt, also ich muss das zweite auch noch anstecken. Wer, ich habe das ausgeschaltet, ja. Wer jetzt noch nicht abonniert hat, macht es schnell, bevor es das letzte Video sein wird. Eingeschaltet ist, ich gehe jetzt mal auf hier auf ein. Okay, ich merke noch nichts. Ist das auch richtig drauf? Ja, Kontakt hat es. Ich merke noch nichts. Oh, nee. Noch immer nichts. Dreh mal langsam nach oben. Oh ja, jetzt. Ultrareizstrom. Nee, den nehmen wir nicht. Wir nehmen mal das nächste. Ah. So, was ist das nächste? Diadyn 100 Hertz. Also ich glaube, die haben, wenn die das richtig machen, haben die ja da irgendwie so Elektroden. Und da hat man vermutlich auch einen besseren Kontakt mit der Haut dann. So. Oh ja, das ist. Oh ja. Also man sieht. Oh, man sieht die Anzeige leicht zappeln. Das fühlt sich an wie ein Weidezaungerät. Das tun wir nicht. Ah. Endomassage. Schauen wir mal, was eine Endomassage ist. Klingt doch schon mal gut. Massage klingt immer gut, oder? Oh. Okay. Puh. Ja, da kommen die Pulse und oh, die sind, oh, ist das eklig. Oh, ist das eklig. Und ich bin hier im untersten Bereich, also man sieht hier nichts noch stromtechnisch. Ich gehe jetzt mal ein bisschen hoch. Oh, ist das eklig. Oh, also das, die kommen und gehen so leicht, die Pulse. So, analog 30 bis 50. Ich glaube, ich kann hier aber schon immer so in den oberen Bereich hier drehen.
Ja, das ist angenehmer. Also immer noch nicht angenehm. Ich finde das hier oben gerade unangenehm. Ich gehe jetzt mal mit der Elektrode hier runter. Vielleicht ist da irgendwo. Da oben ist die Haut für sehr empfindlich, glaube ich. Also jetzt gehen wir mal lieber da runter. Ich glaube nämlich eher, dass das an der empfindlichen Haut liegt, als wie an irgendwas anderem. So, jetzt gehen wir mal hier runter und hängen uns da dran. Boah. Ja, es liegt nicht an der empfindlichen Haut da oben. So analog 30 bis 50, analog 50 bis 70. Ah, jetzt sieht man hier den Strom deutlich weiter hochgehen. Boah, ist das unangenehm. Ist das unangenehm. Wenn wir das jetzt umpolen. Ah, merke ich soweit nichts. Das zieht einfach nur. Boah, das zieht immer noch. Boah, jetzt hört es langsam auf. So, Galvanisation, Ionentop. Das kenne ich nicht, den Ausdruck. Das nehmen wir mal nicht. So, jetzt haben wir hier 12 Schwellungen pro Minute. Testen wir mal das. Okay. Da ist jetzt kurz angestiegen und wieder weg. Ja, da zieht das so leicht an und geht wieder runter. Ja. Boah, wir sind hier im Unter-Milliampere-Bereich, ne? Also ich möchte nicht wissen, was wäre, wenn man da. Ah, ich weiß jetzt, was passiert, wenn man hier auf dem. Boah, nee. Intentionsübung gefällt mir gar nicht. Gefällt mir nicht. Das sieht so aus, als würde es nach oben gehen und dann da auch nicht mehr aufhören. Jetzt probieren wir mal diese 500 Millisekunden mit 2 Sekunden Pause. Ah. Okay, das Gerät funktioniert, Leute. Ich freue mich, ich habe es da repariert. Ich schalte es jetzt aus. Also das war jetzt wie ein Weidestraum, wie ein Weidezaun. Also 200, 500 Millisekunden und da spart's 2 Sekunden lang, denkst du, da passiert nichts und dann kommt der Schlag. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Mal wieder was anderes, mal wieder ein Reparaturvideo, wo man mal wieder was reparieren. Das mag ich auch ganz gerne. Lernt ihr vielleicht was dazu? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr irgendwas wissen wollt, nur sonst. Und ansonsten vielen Dank fürs bis zum Ende durchhalten und bis zum nächsten Video. Ciao!